Lasst uns beten. Du Gott rufst uns. Du rufst uns gemeinsam zu glauben, zu singen, zu suchen, zu beten. Du rufst uns, deine Liebe in die Welt strahlen zu lassen. Du rufst uns mit all unseren Stärken und Fähigkeiten. Du kannst alles gebrauchen, sagst du rätselhafter. Was für eine Gnade. Denn du rufst uns, obwohl uns das Lieben so schwer fällt, obwohl wir uns manchmal selbst im Weg stehen, obwohl wir oft keine guten Zeuginnen und Zeugen sind. Du kannst alles gebrauchen, sagst du, rätselhafter. Was für eine Gnade. Lass diese Gnade uns verändern, dass wir mehr Liebe zeigen, dass wir das Verbindende betonen und nicht das Trennende. Dass wir uns nicht in lauter kleinen Differenzen zerreiben, sondern begreifen, dass du die Vielfalt liebst. Lass deine Gnade uns verändern, dass unsere Herzen offen werden für unsere Nächsten, dass wir die Not der Welt sehen und versuchen, sie zu verändern, dass wir tun, was uns aufgegeben ist. Die, die anderen helfen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die, die Verantwortung tragen in Politik, Gesellschaft und Kirchen, die, die sich engagieren in Sozialprojekten und Suppenküchen in dieser Zeit, sie alle stärke und erhalte ihren Mut her. Und wo wir nichts tun können, wo wir hilflos daneben stehen, da schenke uns Geduld und Kraft. Lass deine Gnade uns verändern. Und zeige uns, wo du uns brauchst. Amen.